Lieber Zwilling, herzlich willkommen zu einem weiteren Video für dich im Schwitzkasten. Schauen wir uns hier an, was dich im Schwitzkasten hält, was dir Druck macht, Sorgen bereitet, eventuelle Blockaden. Selbstverständlich schauen wir uns Lösungsansätze an, das daraus resultierende. Zu diesem Video, wie immer bei mir, eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Zwilling im Schwitzkasten. Regeneration des Selbstes. So, bist schwer beschäftigt, lieber Zwilling. Es geht um die Stille, das Stillwerden. Gut möglich, dass du momentan im Außen sehr überfordert bist, vom Außen sehr abgelenkt bist, im Außen sehr viel auf dich zukommt. Auch gut möglich, dass du dir das alles selbst kreierst, um nicht in die Stille zu kommen. Du suchst Antworten. Doch du lenkst dich selbst von der Findung der Antworten ab. Auch momentan geht es darum, dass du nicht wirklich auf deine Intuition hörst, lieber Zwilling, sondern versuchst es mit dem Verstand ganz analytisch und strategisch zu lösen, woran du auch immer bist. Aber es geht darum, diszipliniert zu sein und selbstbestimmt zu handeln. Verantwortung für dich und dein Leben zu übernehmen. Gerade dann, wenn du sagst, Jessas, was geht jetzt im Außen ab, in der Familie, in Freunden, bei Freunden, was im Zwischenmenschlichen passiert oder auch wenn das Leben dir solche, nennen wir sie Überraschungen, bereithält, auch im negativen Sinne. Lieber Zwilling, schau nach innen. Du hast alles, was du brauchst. Es ist Zeit, die Führung zu übernehmen. Die Führung zur absoluten Fülle. Wie möchtest du der Welt dienen, wenn du nicht erfüllt bist? Was gibt es auf deinem Tisch, der Stuhl hier im Hintergrund ist leer, du sitzt nicht einmal am Tisch, um der Welt zu dienen, mit all deinen Tools. Richte dich neu aus, lieber Zwilling, du weißt nicht, was zu tun ist, verbinde dich, höre, sie flüstern, doch du hörst nicht drauf. Verschiedene Phänomene tauchen auf. Die dich nachdenklich stimmen, doch auch die, du tunst nicht hinein. Doch es wird dir angeraten, zu sehen, was ist. Ach, lieber Zwilling. Ein Seelenpartner. Gut möglich, dass du
den Fokus vollkommen auf diesen gelenkt hast und ihn somit von dir weggelenkt hast, beziehungsweise du auf der Suche bist. Gut möglich, dass es sich um ein Wasserzeichen handelt, Fisch, Krebs, Skorpion, insbesondere um einen Krebs, gut möglich aber auch ein Löwe, Feuerzeichen. Sie sagen, wie möchtest du diesem Seelenpartner begegnen? Seelenpartner muss nicht immer Liebe sein, kann auch durchaus in der Familie vorkommen, selbstverständlich. Oder in der Freundschaft. Wie möchtest du diesem begegnen? Wie möchtest du diesem deine Liebe schenken, wenn du es dir nicht einmal selbst wert bist, den Fokus auf dich zu legen und schauen, dass du selbst vorwärts kommst zu deinem höchsten Wohl, auf das du bereit bist, deine Talente der Welt zu schenken. Harte Ansage, doch darum geht es bei dir. Nur wenn du stark bist, kannst du Stärke geben. Ansonsten ist es ungesund. Wenn du dich dann verbindest, du wirst dich sicherlich verbinden, früher oder später, weil es von dir abverlangt wird, wirst du Zusammenhänge erkennen dürfen, wirst du Erkenntnisse bekommen dürfen. Und erkennen, dass ein ganz bestimmter Mensch in deiner näheren Umgebung, dass du diesen vollkommen unterschätzt hast, denn es ist ein Mensch, der dir sehr, sehr viel geschenkt hat, bedingungsloses geschenkt hat an Fülle, emotioneller Fülle, an Liebe und du dies nicht erkannt hast bis heute. Schauen wir, es geht da um Heilung, ja, zu Hause, gut möglich, dass es sich um eine männliche Figur handelt, mit Sicherheit handelt es sich um eine männliche Figur, ganz egal, ob du jetzt hier weiblich oder männlich bist, der du mir hier zusiehst, das kann ein männliches Familienmitglied sein. Oder wie gesagt, ein Best Friend. Ja. Lieber Zwilling, sie wiederholen sich hier. Es geht darum, komm zu dir selbst zurück. Und nur Bewusstsein ist Licht. Du wirst die Antworten bekommen. Das braucht es, lieber Zwilling. Komm zu dir zurück. Du hast so viel Lichtbewusstsein in dir. Zapfe dich an, werde dir bewusst und du wirst erkennen. Du wirst erkennen deine Schönheit, deine Größe, deine innere Fülle, die Segnungen des Lebens und wie dich einst und nach wie vor dieser Mensch supportet. Die gute Nachricht, die Sonne, alles relativiert sich. In letzter Zeit hast du dich sehr vom Außen steuern und triggern lassen. Das war ein emotioneller Rollercoaster. Wir schauen. Lieber Zwilling, geh nach innen. Dort weißt du es besser,
Auch geht es um Tratsch und Klatsch, Klatsch und Tratsch, welcher dich destabilisiert. Das bedeutet Gossiping, irgendein Urteil von irgendeinem unbewussten Menschen über dich. Und schon, lieber Zwilling, warst du im Trigger gefangen. Wir machen weiter im Extended, gehen mehr ins Detail, Lösungsansätze und das daraus Resultierende. Bis gleich, ich freue mich auf dich. Ciao.